dass wir vielleicht doch kämpfen müssen. Das wäre natürlich total bescheuert. Aber nun gut, dann müssen wir gucken. Hallo. Es muss Schwächen geben, die ich ausnutzen könnte. Ich muss eine Schwachstelle finden. Die Frage ist, was für eine Schwachstelle hat der Aufzug und wo vor allen Dingen? Kann ich hier irgendwas... Warte mal, ich probiere mal was. Warte, der Draht sieht verrostet aus? Welcher Draht? Wo sieht die denn hier einen Draht? Wo sieht die denn... Ich wette, ich könnte diese alten Kabel zerstören. Welche Kabel denn? Wo sieht sie denn Kabel, bitte? Wo sieht sie... Wo sieht sie denn Kabel? Ach, wahrscheinlich da, die... Oder? Ach, da. Ja, aber wie komme ich denn da bitte rein? Wie soll ich denn... Hä? Also, wenn sie die Kabel meint. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich vermute es mal. Aber wie soll ich denn bitte die Kabel zerstören? Ich muss ja erstmal durch die Tür kommen. Okay, der eine bleibt nur stehen. Der andere macht hier seine Wanderschaft. Ich will das trotzdem mal mit der Kiste ausprobieren, ob ich irgendwie die Tür zerstören kann. War ja irgendwie klar. Wisst ihr was? Ich baue mir jetzt mal eine Mauer hier hin. Ach scheiße, ich kann die Sachen nicht mitnehmen, ne? Hätte ich mir nämlich jetzt hier so eine Schutzwand gebaut. Weißt du, wo die mich nicht sehen? Okay, der geht da lang und da lang immer. Das heißt, wir dürfen uns eigentlich hier gar nicht sehen. Wie kriege ich diese... Okay, hier sind die Kabel ganz. Das heißt, ich muss das in der Vergangenheit machen. Das war knapp. Okay, der ist gelb. Den kann ich bestimmt nicht aufheben. Wie komme ich denn... Ja, hier führt kein Weg durch. Also doch in der Vergangenheit. Aber wie... Das Gitter vielleicht zerstören? Ich probiere es mal. Nein, das war es auch nicht. Na, uah. Halt, stopp! Nicht keinen Schritt weiter! Wartet! So. Wie soll ich... Was ist das denn? Ach, das ist ein Teller. Okay, das Spiel speichert, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie ich diese Kabel zerstören soll, denn oben geht es ja anscheinend auch nicht weiter. Zum Aufzug irgendwie... Ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, wie ich diesen Fahrstuhl irgendwie... Guck mal, hier ist ein Knopf. Hier steht drauf ein F. Entschuldigung. Ach, guck mal, jetzt ist der Wegpunkt da hinten. In der Gegenwart. Okay, pass auf, ich probiere mal. Natürlich, ich gucke ihn an und nehme den Stein mit. Mit meiner Gedankenskraft. Uah. Vielleicht muss ich ja wieder hier rüber. Ich probiere es mal. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war schon mal totaler Müll. Ich probiere es nochmal. Warte. Erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, glaube ich, habe es im Stream auch gesagt, erinnert mich ein bisschen an Outlast, den Gefängnistrakt, wenn ich hier so gucke. Nein, was machst du denn? Oh Gott, ich bin gleich so gut wie tot. Okay, vielleicht sollte ich da nicht die Zeit verlangsamen, sondern einfach normal springen. Zumindest hier übers Geländer möchte ich doch schon die Zeit nutzen. Aber hier vielleicht nicht. Das gibt's doch nicht! Ich hab's doch vorhin geschafft. Oder beziehungsweise in der letzten Folge. Das ist doch nicht wahr. Hallo. So, warte.
Ah, jetzt Gott sei Dank. So, ich probiere es nochmal. Wir müssen auf jeden Fall da irgendwie jetzt hin, komischerweise. Der Wegpunkt zeigt hier hin. Vielleicht müssen wir in Control Room irgendwie die... So, und jetzt? Hallo, Wegpunkt? Aha, schön. Ich bin hier. Und jetzt? Muss ich jemanden anrufen? Nein. Ja, aber wie kriege ich denn die Kabel zerstört? Ist auch ein merkwürdiger Wegpunkt, dass er uns hier hinleitet, ne? Ist irgendwie sehr, sehr kurios. Den Stromkasten muss ich bestimmt nicht mitnehmen, ne? Vor allen Dingen auch geil. Ah, wollte gerade schon sagen. Weißt du, jetzt geht auf einmal die Tür zu. Die ganze Zeit ist die Tür offen ohne Strom, ohne Generator. Ach so. Nein! Oh. Ich will den Generator gerne mitnehmen. Vielleicht muss ich den Generator ja mitnehmen wieder. Ich weiß es nicht. Komm mit. Nein! Ich fasse es nicht. Ja, ja. Jetzt kann ich es eh vergessen. Aber warum der Wegpunkt hier ist, ist echt merkwürdig. Hallo? Bitte was? Hä? Wieso komme ich hier jetzt nicht mehr zurück? Was? Was ist das für ein merkwürdiges Spiel? Von ich komme jetzt auch nicht mehr in den... Was? Von ich komme jetzt auch nicht mehr hier rein. Das habe ich mir jetzt gerade selber verbaut. Ich glaube das nicht. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Hohn. Das ist doch voll das Mobbing-Spiel. Kannst du mal erzählen, was du willst? Wie soll ich denn bitte jetzt wieder... Ich kriege die Tür nicht mehr offen. Das gibt's doch nicht. Muss ich das Spiel jetzt schon wieder neu laden? Ich fasse es einfach nicht. Das ist voll das Agro-Spiel. Das macht einen irgendwie total aggressiv. Wo ist der Wegpunkt? Warum komme ich hier nicht weiter? Das gibt's nicht. Okay, ich muss es nochmal laden. Es tut mir leid. Das habe ich noch nie gesehen, sowas beim Spiel. Das war urplötzlich. Ich glaube, das Level ist ein bisschen verbuggt. Kann das irgendwie sein, dass das Level irgendwie verbuggt ist? Weil das gibt's doch nicht. Der Wegpunkt zeigt uns auf einmal wieder nach oben zu dem Generator. Dann geht auf einmal die Generatortür zu. Dann kommst du nicht mehr rein. Und die Tür hinter dir, woher gekommen ist, kommst du auch nicht mehr rein. Ach, leck mich doch. So, jetzt nochmal. Also. Warte mal, welcher... Gibt es hier einen Wegpunkt? Nein. Der Wegpunkt ist natürlich kilometerweit entfernt. So, jetzt speichert das Spiel. Guck mal eben, wo wir sind. Oh nein. Jetzt sag mir nicht, wir müssen... Der Fahrstuhl ist noch nicht da. Das heißt, wir müssen erstmal wieder da hinten hin. Oder beziehungsweise da oben. Dieses Spiel. Nein, ist ein gutes Spiel. Macht Spaß, muss ich sagen. Aber wenn es da sowieso Probleme gibt mit solchen kleinen Bugs oder so, das nervt ein bisschen. Vor allem, man kommt ja dann auch nicht weiter. Das ist ja das Problem dabei. Weil du kommst ja im Spiel nicht weiter. Du hängst ja da fest und es ist vorbei. Na? Jetzt haben wir nicht, wir müssen wieder die beiden ausschalten. Ach so, warte mal. Ich muss ja hier durch. Ich hab's vergessen. Na? Ich vergesse das immer gerne. Toll, jetzt müssen wir tatsächlich die beiden wieder ausschalten. Und ich muss den Generator mitnehmen. Aber ist ja kein Ding. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Aber wieso ist denn der Kontrollpunkt auf einmal jetzt hier? Und nicht am Fahrstuhl? Das versteht mal einer, wer will. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ja, die beiden sind da. Die beiden sind definitiv da. So, pass auf. Na, ich wollte noch... Hallo? Ui. Hä, wieso kann ich nicht... Hä? Wieso kann ich ihn nicht werfen? Ach, ich kann ihn sogar in die Gegenwart mitnehmen. Wie geil ist das denn? Ciao! Wie geil ist das denn?
Jetzt ist er da am Hocken. Sehr schön. Da wird er ja nicht mehr rauskommen. Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Das heißt also, ich kann auch einfach Leute in die Vergangenheit mitnehmen, die einfach da lassen. Da brauche ich mich nicht prügeln. So. Sollen wir uns wieder das Video anschauen? Mhm. Hast du recht. So. Jetzt natürlich die Frage, müssen wir jetzt den Generator wieder... Jetzt ist der Wegpunkt auf einmal wieder da unten. Verstehe ich hier nicht. Na, warte mal. Der Typ steht immer noch da, ne? Wo ist er denn hin? Ah, hier, guck mal. Der fragt sich jetzt auch, wie komme ich hier raus? Scheiße, ich werde die elendig verhungern. Bin selber schuld. So. So, jetzt zeigt der Wegpunkt da unten hin. Da müssen wir ja hin, das ist ja klar. So, warte. Ich wechsle mal eben. Wir müssen ja jetzt hier... Ja, ist okay. So. So, da sind die Dings, die sind kaputt, aber ich weiß ja nicht, wie ich da dran kommen soll. Oder müssen wir die doch bekämpfen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann sie einfach mitnehmen in die Gegenwart oder so, wenn ich es kann. Ich probiere es einfach mal. Na, huch. Kann ich sie gar nicht mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ich kann diese... Okay, die kann ich nicht mitnehmen. Das heißt, ich muss die irgendwie bekämpfen, aber ich kann sie... wo ist er hin? Hä, wo ist er denn hin? Hä? Ist er einfach weggespawnt? Okay, das scheint irgendwie weg zu sein. Wie geil, da haben wir nur noch einen. Vielleicht teleportiert er sich ja auch dann gleich weg, aber ich glaube nicht. Der denkt sich jetzt auch, was war das denn? Aber dass der andere weg ist, ist schon mal gut. Da haben wir nur noch ein Problem. Ach nee, der andere ist da. Uah. Uah, was? 1% Gesundheit noch? Uah, what? Alter Schwede. Willst du mich verarschen? Okay, der andere hat schon mal eine Kiste am Kopf gekriegt. Der ist sogar schon weg. Der ist schon down. Das ist schon mal gut. Muss mich aber erst heilen. Also die Kiste ist schon mal supi. Okay, pass auf. Alter, wenn die uns treffen, wir sind fast sofort down. Der ist aber noch nicht down. Ich dachte, ich hätte den wegteleportiert. Scheiße, ey. Jetzt ist er da am Stehen. Okay, wir haben wieder 100 Gesundheit. Na, geh doch darüber. Okay, er steht da drüben. Ja! Na toll, du hast einen Schlüssel zum Aufzug. Tor erhalten. Ich hab's irgendwie erahnt. Was ist das denn? Ich hab's irgendwie gewusst. Habe ich nicht gesagt, dass es irgendwie einen Schlüssel braucht? Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich glaube, wir müssen irgendwie die Dings zerstören. Die Kabel. Ich nehme mal... Hä? Aus zwei Kissen mache ich eine? Ich kann zaubern. Ja, ja. Bitte was? Wie kann ich denn... Wie soll ich denn... Okay, wie kriege ich die Drähte kaputt? Ah, okay, alles klar. Ob das so eine gute Idee ist? Cables.
alte Käfige. Bei Schwierigkeiten ist Rennen immer eine Option. Ja, das stimmt. Ich glaube, so einen Tipp gab es auch damals mal in Mirror's Edge. Kann ich mich dran entsinnen. Das ist aber schon ein bisschen her. Es spielt sich auch ein bisschen wie Mirror's Edge, muss ich sagen. Ja, Stufe 10 sind wir jetzt. Level 4. Level up. So. Gut, dass es niemand gehört hat. Vor allem ist jetzt in der Vergangenheit wieder, aber ist in der Gegenwart mit dem Fahrstuhl runtergefallen. Der Fahrstuhl steht da oben. Ey, es ist so ein Huhn mit dem Spiel manchmal. So. Genau, wir müssen immer noch Alex finden. Ist ja so unser Hauptziel. La 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 la. Ich finde die Musik gerade total geil. La 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 la. Huch. Ich habe mega Kräfte. Ich kann eine Tür wegschubsen mit meinem ganzen Körpergewicht.